Dieses Mahnmal verarbeitet das Ende des Soden Weltkriegs in Auerbach am Weißen Sonntag. Dem 8. April 1945 war die Front von Westen her nahe an unsere Ortschaft herangerückt. Ein deutscher Feldwebel hatte im Vorfeld schon gedroht, den ersten Panzer abzuschießen. Der Feldwebel postierte sich mit einer Panzerfaust am Ortseingang hier Richtung Sömmersdorf. Als der erste amerikanische Panzer herankam, schoss er auf ihn. Der Panzer fing sofort Feuer. Vor etwa 10 Jahren, bei einem ortshistorischen Rundgang auf den Spuren des Zweiten Weltkriegs, wurde die Idee geboren, die beiden Räder als Mahnmal instand zu setzen, welche die Schrecken des Krieges zeigt und die damit verbundene tragische Geschichte. Wege zum Frieden, wir müssen sie mehr denn je suchen. Wir müssen sie mehr denn je auch mutig beschreiten. Es sind schwierige, schwere Wege. Im Sommer 2014 kesselte der IS in den irakischen Sinjar-Bergen Zehntausende wehrlose Jesiden ein. Es drohte eine unvorstellbare menschliche Katastrophe. Sie alle haben nichts mehr. Und sie alle werden irgendwann los wollen. Nach Europa, nach Amerika, irgendwohin, wo es sicher ist. Die Taube ist das Urbild der Menschen für Hoffnung und Frieden. Und sie ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Gottes Geist ruft die Völker in Frieden zusammen. Auch wenn wir täglich neu darum ringen müssen. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. Wir werden das Bild von der Friedenstaube, die das Rad der Gewalt zum Stillstand bringt, mitnehmen als ein wichtiges Symbol, dass wir für den Frieden stehen. Vielen Dank, dass wir hier diese eindrückliche Andacht halten konnten. Das hat mich sehr tief bewegt und ich bin sicher, alle anderen auch.